WH Self-Invest. Guten Tag oder vielmehr guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Friday Trader Club. Da haben wir heute als Gast den Stefan und die Dagmar Arnold. Und zwar, der Stefan wird uns vorstellen seine Trading-Strategie, die M118. Und die Dagmar wird ein bisschen später erzählen zum Thema Trading-Psychologie, wie man da so mit seinem Körper auch gewisse Sachen anstellen kann, um da ein bisschen ruhiger zu werden, um da ein bisschen so die Nervosität rauszubekommen aus dem Ganzen. Also sicherlich sehr spannende Themen heute, die wir haben werden. Sie haben vielleicht gelesen im Internet, von 9 bis 16 Uhr, stimmt auch, das war der originäre Plan gewesen, denn es war ja auch geplant, Prä-Corona schon, die ganze Geschichte hier. Aber Corona hat uns jetzt allen einen Strich durch die Rechnung gemacht, deswegen haben wir das alles ins Internet verlagert und dadurch, durch diese Verlagerung ins Internet, haben wir dann in Absprache dann auch gesagt, wir machen das heute nur von 9 bis 12 Uhr, denn 9 bis 16 Uhr ist schon eine sehr, sehr lange Zeit, wenn man dann konzentriert vor dem Rechner sitzen muss. Deswegen aus diesem Grund haben wir das heute ein bisschen kompakter für Sie zusammengestellt. Meine andere Frage natürlich, wie immer an Sie an dieser Stelle: Haben Sie alle ein gutes Bild oder einen guten Ton? Da würde ich Sie kurz mal um eine Rückmeldung im Chat bitten. Einfach nur kurz reinschreiben, Bild, Ton in Ordnung. Da würde ich Sie kurz um Ihre Rückmeldung bitten. Ja, wunderbar. Hier kommen schon die ersten Geschichten rein. Alles gut, wunderbar, beides gut. Ja, dann auch erstmal nochmal ein Hallo von mir an Stefan und an Dagmar. Grüße euch. Hallo. Ja, grüß dich. Wunderbar. Sie sind also auch da. Gute Nachrichten für die Zuhörer. Also es ist jeder an Bord. Wir können also dann auch gleich loslegen. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, heute mit der Strategie und später auch mit diesem Part von Dagmar, haben wir uns so angewöhnt in dem Friday Trader Club so ein bisschen persönliche Fragen erstmal an den Referenten auch zu stellen. Ich denke, wir sind auch für Sie immer interessant, so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen zu haben. Wer ist eigentlich derjenige, der mir jetzt da was vorträgt? Und somit beginnen wir jetzt so mit einer kleinen Fragerunde erstmal und dann später steigen wir dann in die Thematik ein. Und meine erste Frage an dich, Stefan, ist natürlich auch, wie kamst du denn in Berührung mit dem Trading oder wie kamst du denn überhaupt zum Trading, Stefan? Ja, natürlich. Ja, erstmal von meiner Seite auch. Guten Morgen an alle Teilnehmer. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich müsste jetzt sehr, sehr weit ausholen, versuche natürlich. Ja, wir haben nur 3 Stunden, denkt dran. Nicht zu weit ausholen. Ja. Ich denke, die Teilnehmer interessiert natürlich hauptsächlich, was an der Börse stattfindet, auch heute Live-Handel. Aber kurz zur Historie. Ich habe 1990 eine Ausbildung gemacht als Bankkaufmann und habe da schon gemerkt, dass die verschiedenen Abteilungen, die man so in der Bank durchläuft, also Kreditabteilung, Wertpapierabteilung, Revision etc., war da schon so ganz klar das Thema Wertpapier im Vordergrund gestanden. Also das Auf und Ab der Börse hat mich auch damals schon sehr interessiert und fasziniert. Habe aber jetzt in der Bank keine näheren Kenntnisse erlangt, also wie die Börse wirklich funktioniert. Später war es dann so im Studium, die meisten Studenten arbeiten so ein bisschen nebenbei. Also bei mir war es eine kleine Verdienstmöglichkeit mit dem Fußball gewesen, die da war. Und die andere war dann schon der Börsenhandel. Also damals fing es an, natürlich bei mir, ich werde jetzt 50, fing dann an mit dem neuen Markt. Also ich kam direkt in die neue Marktgeschichte rein, habe da auch also sehr, sehr stark profitiert, wie damals jeder, der dabei war. Nur war ich leider auch beim Abstieg mit dabei gewesen. Das heißt also, das ganze Geld, das ich verdient habe an der Börse, war dann später auch irgendwann wieder weg gewesen nach der Blase. Und gab es letztendlich dann nur 2 Möglichkeiten für mich, auch aufgrund der ganzen emotionalen Anspannung und Belastung.
Also es gab die zwei Möglichkeiten, entweder komplett aufhören mit der Börse oder für mich eine eigene Handelsstrategie erstellen. Und da mich die Börse so fasziniert hat, schon immer, und ich dabei bleiben wollte, fing ich dann an mit einer eigenen Strategie, also mit der Entwicklung und der Entwicklung nach empirischen Untersuchungen. Also für mich war klar, die Strategie muss natürlich unbedingt Gütekriterien entsprechen, soweit es geht an der Börse. Gütekriterien objektiv sein, valide sein, reliabel sein. Und das war das Wichtigste, ja, und so fing das Ganze an. Ich wollte mich nicht mehr nach Analysen oder Analysten richten, beziehungsweise auch nicht mehr nach Marktdaten, sondern alleine auf den Chart sehen und für mich selbst entscheiden, okay, wie sind die Verhältnisse hier im Chart, was habe ich möglicherweise schon mal gesehen, wo liegt meine Erfahrung und welche Bilder, die ich schon gesehen habe, kann ich möglicherweise dann auch wieder auf die aktuelle Börsensituation anwenden und wie kann ich letztendlich einen Kurs antizipieren. Ah, okay, verstehe. Also schon relativ früh begonnen, also in Studienzeiten. Der eine ging halt dann, keine Ahnung, wie ich beispielsweise, auf den Bau, um sein Studium zu finanzieren. Bei dir war es halt so die etwas elegantere Art, aber auch interessanter Werdegang. Du bietest ja auch Ausbildungen an, Stefan. Wie sieht denn so eine Ausbildung bei dir aus, beispielsweise? Oder für wen ist sie denn eher geeignet, so die Ausbildung, die du anbietest? Sprichst du eher so Intraday-Menschen an, die jeden Tag rein rausgehen, oder sind das eher so Swing-Trader, die du ansprichst? Wie ist das denn bei dir so gelagert? Ja, alles letztendlich, denn der große Vorteil der Strategie M118 ist, wie ich auch denke, bei anderen Strategien, glaube ich, also ist bei meiner Strategie so, dass sie wirklich auf alle Produkte und alle Zeitebenen anwendbar ist. Und das ist der große Vorteil. Wir hatten ja zu eurem Jubiläum damals auch einen kleinen Vortrag gehalten, der hieß Trade-Life-Balance. Und damals ging es auch gerade um das Thema, ja, ist es für Berufstätige eigentlich möglich, an der Börse zu handeln? Ja, ist es natürlich am besten in dem Fall mit einer größeren Zeitebene, beispielsweise Stundenchart oder Tageschart. Aber was auch sehr, sehr interessant ist und wo die Strategie auch sehr, sehr gute Ergebnisse liefert, ist natürlich, das so ein bisschen Salz in der Suppe, was mich auch immer interessiert hat und heute noch interessiert, der Intraday-Handel. Hier beispielsweise 15 Minuten Chart, 5 Minuten, aber auch für Scalping dann der 1 Minuten Chart. Verstehe. Mal ein bisschen so ketzerisch gefragt vielleicht auch. Gibt es auch Menschen, die du ablehnen würdest? Im Sinne von, die zu dir kommen und sagen, hallo Stefan, ich würde gerne eine Ausbildung bei dir machen. Und das ist ja sicherlich auch so eine Art Vorgespräch, die dann da stattfindet. Gibt es so einen Typus, wo du sagen würdest, nee, ich bin, glaube ich, so der falsche Ausbilder für sie? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Letztendlich versuche ich schon auf die ja, Fallstricke frühzeitig hinzuweisen, beziehungsweise auch auf die emotionale Belastung beim Trading hinzuweisen. Und was für mich zentrale Punkte sind, ist natürlich einmal das Risikokapital, das derjenige hat, der an der Börse ja, das Wagnisbörse eingehen mag. Es sollte natürlich, wie allgemein bekannt, ein Kapital sein, was man nicht unbedingt die nächsten Monate braucht oder das möglicherweise auch komplett weg sein kann, ohne einem das Genick zu brechen. Das ist die eine Seite. Was wir selbst natürlich auch schon erlebt haben, ist das andere, dass, also ich erinnere mich in dem Fall an einen Rentner, also schon ein relativ gutes Alter, der dann mit der Börse anfangen wollte, das auch getan hat. Der aber nicht das nötige Risikokapital hatte und auch sehr, sehr nervös war. Und das ist dann ein Punkt, wo ich denke, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Und ich finde es auch wichtig, das ehrlich zu kommunizieren. Und da ist natürlich dann in dem Bereich, fällt so ein bisschen in diese mentale Sache oder allgemeine Lebensbereich rein,
die Dagmar eher die Expertin und da verweise ich auch gern darauf. Ja, und da handelt es sich doch mal mit meiner Frau. Und also ich denke, das ist schon sehr wichtig, also dass man sich im Klaren ist, was man hier macht. Möglichkeit ist natürlich jederzeit da, mal ein Demokonto aufzumachen und das Ganze im Paper Trading ja, zu üben und dann zu sehen, komme ich mit der Handelsstrategie zurecht und wie sieht es bei mir selbst aus? Wobei es natürlich dann nochmal ein entscheidender Schritt ist. In dem Moment merkt man immer, also wenn es von Demo Handel zum Live-Handel geht. Also selbst wenn der Trader nur ein CFD nimmt, ist das natürlich eine ganz andere emotionale Sache dann. Wunderbarer Punkt, Emotionalität. Jetzt habe ich auch schön dann so die Brücke zu Dagmar auch mal, denn die wollen wir jetzt nicht so am Rande stehen lassen. Auch hier natürlich von mir die Frage, Dagmar, wie hast du denn so oder wo hast du denn deinen Anker einwerfen können mit dem Thema Trading? Wie kam es bei dir dazu? Jetzt nur die Stefan oder hast du auch vorher auch schon in irgendeiner Art und Weise damit mal zu tun gehabt? Ja, also auch von mir erstmal guten Morgen und hallo, schön, dass alle da sind. Tatsächlich, also mit dem Thema Emotionen, Gelassenheit, ja, Stress, wie werde ich mental stärker, habe ich mich natürlich weitaus früher schon beschäftigt. Aber was das Trading angeht, tatsächlich erst seit ich den Stefan kenne. Da habe ich Fuß gefasst, da habe ich natürlich auch mal ganz live miterlebt. Erstens mal klar, was das ist. Ich hatte mit Börse vorher überhaupt nichts zu tun. Fand das von Anfang an sehr spannend, obwohl ich jetzt nicht so der Mathematiker bin oder irgendwie so ein Zahlenmensch bin. Aber ich fand das trotzdem faszinierend, was da so machbar ist und auch faszinierend, dass man da eine Strategie entwickelt. Und habe ihn aber natürlich auch live erlebt, während dem Handeln, nach dem Handeln, vor dem Handeln. Und habe da meine Beobachtungen gemacht. Und wie gesagt, da ich mir ja sehr viele Gedanken über Emotionen gemacht habe, auch durch meine sportliche Tätigkeit, habe ich einfach versucht, ihn da so ein bisschen zu unterstützen, damit er seine Emotionen einfach besser in den Griff kriegt. Ja, so wunderbar, schön, also richtiges Teamwork, was da dann so also über den Lauf der Zeit mehr oder Ja. weniger entstanden ist. Ist Ja. natürlich eine schöne Geschichte auch. Stärker, glaube ich, so oder so das Zusammengehörigkeitsgefühl, was man dann auch nochmal hat. Denn ich glaube, es Ja. ist auch für beide Parteien, auch für denjenigen, der tradet, garantiert einfacher, wenn er jemanden an seiner Seite hat, der ihn unterstützt, als wenn er jemanden hat, der da irgendwie immer so ein bisschen negativ gegen eingestellt ist, etc. So Auf bedenke jeden ich mir, Fall. geht das in die richtige Richtung. Ja, jetzt meine letzte Frage natürlich, bevor wir dann loslegen und ich das Ruder an euch übergebe. Habt ihr noch eine schöne Anekdote? Was ist denn so das Lustigste, was euch mal im Trading passiert ist? Gibt es da irgendwas, wo ihr denkt, ja, da war mal was gewesen, falscher Trade, ich dachte, ich wäre long, dabei war ich short. Gab es da irgendwas in der Vergangenheit mal? Boah. Bisschen Tausend, überfallartig jetzt die Frage. ja, ich würde mal sagen, tausende Dinge die letzten 20 Jahre. Es hat sich glücklicherweise reduziert. Also diese Ereignisse, die du ansprichst, ja, und meist war es ja so, wenn man sich an diese Dinge erinnert, ja, hing das eher mit Verlustrates zusammen. Also damals, Ja. was du gesagt hast, ja. Man ist short gegangen statt long gegangen. Klar, das ist mir auch schon öfters mal passiert. Jetzt die letzten Jahre tatsächlich nicht mehr, war gerade am Anfang. Was natürlich auch passiert ist, ich habe ich habe einen Trade gemacht und habe mich gefreut, ja, dass der super gut lief und lief direkt ans Ziel und am Ende habe ich gemerkt, oh, ich habe ein Papierkonto gehandelt, also es war kein echtes Geld. Umgekehrter Fall ist auch schon passiert. Also gab natürlich schon viele Dinge, die passiert sind. Ich erinnere mich auch daran, dass, weiß nicht mehr in welchem Jahr das war, es etliche Jahre her, dass der Dow Jones abends mal um über 1000 Punkte aus dem Nichts eingebrochen ist und ich hatte Knockout und wurde ausgenockt und abends, also Knockout auf Long und wurde ausgenockt. Waren damals schon ja, einige 1000 Euro weg gewesen und abends stand der Kurs dann wieder wesentlich höher.
Ja, das sind Dinge, die sind passiert und war vielleicht auch gut, dass das eine oder andere passiert ist. Also das Wichtige ist ja, dass man den Fehler nicht zweimal macht. Ich denke, an der Genau. Börse ist es eher normal, dass man Fehler drei, vier, fünfmal macht. Aber irgendwann sollte man sie abgestellt haben und beziehungsweise zumindest auf ein ganz großes Maß reduziert haben. Aber ja, es gab sehr, sehr viele Dinge, sehr, sehr viele Anekdoten zu Zeiten des neuen Marktes natürlich auch da. Ich erinnere mich an eine Aktie Ballmeier und Schulz, die von 500 D-Mark damals auf 16.000 gestiegen ist. Da war ich noch an der, also ich bin an die Uni gefahren, an die Sportuni, Ja. und da hing der Cafeteria immer ja auch ein Ticker. Schirm und NTV lief, und da ist Ballmeier Schulz von 8 auf 16.000, und es war noch nicht so mit dem Internet. Also ich bin dann von Frankfurt nach Hause gefahren im Eiltempo, und als ich zu Hause war und wollte verkaufen, ist aber leider schon wieder von 16.000 auf 12.000 gefallen. Also gab ganz viele Ich sehe Geschichten. schon, ja. Also Sie hören doch hier jetzt, meine Damen und Herren, selbst erfahrenen Tradern passieren Missgeschicke, also lassen Sie sich dadurch nicht entmutigen, eher im Gegenteil, lernen Sie draus. Wenn Sie Fragen haben sollten jetzt, wenn Ihnen irgendwas auf der Seele brennt, was Sie gerne Dagmar und Stefan fragen würden wollen, tun Sie das bitte, schreiben Sie es bitte in den Chat. Wir werden das folgendermaßen handhaben. Ich bin die ganze Zeit mit dabei. Das heißt also, ich werde dann immer so alle halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wenn genügend Fragen aufgelaufen sind, mich kurz bei Dagmar und bei Stefan melden. Das machen wir dann so einen kurzen Frageblock, um die Fragen abzuarbeiten. Ja, und jetzt übergebe ich das Heft des Handelns an Dagmar und Stefan, wünsche Ihnen allen viel Spaß und also viele Fragen hoffe ich, dass Sie kommen werden. Und in diesem Sinne, Stefan, du hast jetzt die Moderatorenrechte und du hast jetzt das Heft des Handelns in der Hand. Okay, dann werde ich erstmal meinen Bildschirm übertragen, hoffe, dass das reibungslos funktioniert, dass man den sieht. Sieht man meinen Bildschirm Es jetzt? funktioniert tipptopp. Oben ist deine Live, also deine Webcam. Unten sehen die Leute den Chart. Ich schalte mich jetzt stumm. Wenn irgendwelche Fragen sein sollten, bitte stellen Sie die Fragen. Ich schalte mich immer wieder mal dazwischen. Bis später. Tschüss. Bis später. Tschüss. Tschüss. Okay, gut. Dann vielleicht einleiten zu den nächsten. Schau mal auf die Uhr. Es ist 17 nach 9. 12 Uhr ist angepeilt. Wir haben das Ganze so überlegt, dass wir jetzt keinen festen Plan haben, kein festes Programm dahingehend. Zuerst Handelsstrategie, Mentalteil gemischt. Also das kommt natürlich auch darauf an, welche Fragen bei den bestimmten Themen auftauchen. Es ist so ein bisschen was natürlich vorbereitet. Ich glaube, Sie dürfen sich sehr freuen auf den Teil von Dagmar, diesen Mentalteil. Also man unterschätzt es oftmals, habe ich gemerkt, oder Trader, Anleger unterschätzen diesen mentalen Teil an der Börse und sagen, naja, ich brauche doch eigentlich nur ein funktionierendes Handelssystem. Warum, wenn das funktioniert, ja, brauche ich keine mentale Stärke. Das ist nicht ganz so, und da gibt es viele, viele hinreichende Gründe. Ganz einfache ist, also wenn ich ein nicht vollautomatisches System habe, und das habe ich, also das heißt, ich drücke auf den Knopf, während der Einstieg kommt, ja, und ich verkaufe auch wieder, drücke auf den Knopf, beziehungsweise setze natürlich ein Limit, ein Stopp und ein Limit, wo dann selbst ausgeführt wird. Aber ich muss an den entsprechenden Punkten reingehen, und beim entsprechenden Kurs habe ich natürlich immer ja, die Möglichkeit reinzugehen, nicht reinzugehen. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich an meiner Kauflinie nicht in den Markt gehe, weil ich nicht den absoluten Glauben habe, kann es in dem Moment sein, ja, dass der Kurs in meine Richtung dreht, dass er sogar in meine Richtung so ein bisschen wegläuft. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass viele Trader den Kursen dann hinterherlaufen, also nicht zum optimalen Kurs kaufen, nicht das optimale CAV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis
mehr haben. Und ja, letztendlich beginnt hier die Fehlerkette, der Stopp wird zu eng gesetzt, etc. etc. Ich denke, die Trader, die hier sind, die kennen diese Problematik alle und da gibt es natürlich Möglichkeiten entgegenzuwirken. Also deswegen dieser mentale Teil sehr wichtig. Wir haben den mentalen Teil für etwas später geplant, weil wir jetzt natürlich auch live gleich in die Börse reinsehen wollen. Also geplant ist es so, ich werde jetzt auch die Kamera abschalten, weil ich mich zu meinem anderen PC Wände, wo die Kurse drauf sind, also der jetzt übertragen wird, den Sie sehen auf Ihrem Bildschirm und werde direkt in den Live-Handel des DAX reingehen. Wir werden uns Öl ansehen. Das finde ich sehr, sehr interessantes Produkt zu handeln. Und wir schauen auch mal, was macht der Goldpreis. Wir schauen mal die Wall Street an. Und was auch sehr, sehr interessant ist, ich handle sehr gerne DAX-Werte im Positionshandel, auch gerade interessant, also für Menschen, die noch berufstätig sind oder nicht den ganzen Tag vom PC sitzen wollen, und die Werte handeln wollen, die sie auch kennen, also beispielsweise in dem Fall DAX-Werte wie Siemens, BMW, SAP, ja, also da hat man eine Verbindung, die kennt man, da hat man ein gutes Gefühl. Und der Vorteil natürlich mit dem Produkt CFD. Die Börse ist bekanntermaßen keine Einbahnstraße, deswegen für mich auch die Aktie so ein bisschen ja, ein Produkt, was einfach nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr aktuell ist. Dadurch, dass die Börse keine Einbahnstraße ist, kann ich mit CFD auch Aktien handeln nach oben und nach unten. Ich bin selbst im Moment in der Allianz-Aktie investiert, auch fallende Kurse. Den Chart werde ich dann auch einblenden und zeigen, was der heute so macht. Und ich möchte auch zwischendurch dann, je nach Verlauf, ja, ob wir einen Trade haben, möglicherweise handeln wir dann auch direkt live an der Börse, wenn sich eine Möglichkeit bietet. Wenn es so ein bisschen ruhiger ist oder wir keinen Einstieg haben, werde ich dann auch mal auf zentrale Fragen nochmal eingehen, was diese mathematischen Naturgesetze betrifft. Das heißt, ist es Zufall oder sind die Bewegungen an der Börse, sind die zufallsbedingt oder unterliegen sie wirklich mathematischen Grundgesetzen? Welches sind das? Stichwort ist auch immer so Fibonacci. Kennen viele, ja, diese entwickelte Zahlenreihe von Leonardo da Pisa. Auch darauf werde ich eingehen, als auch ein zentraler Punkt meiner Strategie ist. Aber natürlich dann auch auf diese ominöse 118er Linie, die sich auch aus Fibo-Verhältnissen zusammensetzt, die man aber soweit nirgends findet. Ein ganz nettes Beispiel ist ja so, man geht morgens zum Bäcker und sieht, also bei uns ist es im Dorf so, wenn wir zum Bäcker gehen, möchten eine Brezel kaufen, da wird man gefragt, na, möchten Sie eine drei, die sind im Angebot, oder fünf Brötchen. Also immer drei Brezel, fünf Brötchen. Und das sind so Verhältnisse, wo ich denke, na, ist das jetzt Zufall oder stecken diese Verhältnisse irgendwo Menschen drin? Und wenn ich drei dividiere durch fünf rechne, dann habe ich schon wieder ein bestimmtes Zahlenverhältnis, wo ich denke, das ist unbewusst im Menschen drin und so handeln die Menschen unbewusst auch an der Börse. Jetzt aber genug, denke ich, der Einleitung direkt ins Marktgeschehen. Ich schalte die Kamera mal aus und widme mich dann dem aktuellen Marktgeschehen. So. Jetzt. Gehen wir direkt rein. Ich versuche hier mein Panel etwas zu verschieben. Sekunde. Okay. So. Sie dürfen jederzeit natürlich Zwischenfragen stellen, sehr, sehr gerne. Das macht das Ganze natürlich auch aus. Ich fange jetzt mal an, wie so mein Traderleben aussieht. Also wenn ich handle, was ich mache, welche Produkte bei mir auf dem Schirm sind. Und wie Sie sehen, habe ich hier oben in meiner Leiste
Also erstmal Crude Oil, Tageschart, 15-Minuten-Chart. Ich habe den DAX Tageschart, 15-Minuten-Chart, 1-Minuten-Chart, auch ab und an, aber eher weniger. Nur ich habe ihn heute jetzt nochmal dazu gemacht, weil natürlich wir auch ja, im 1-Minuten-Chart ja, sehr gut unsere Handelsstrategie M118 beobachten können mit Unterstützung, Widerständen, offenen Zielen. Das heißt also hier im Minutenchart ist immer sehr viel Bewegung. Grundsätzlich dann auch zumindest etwas Bewegung, wenn sich an der Börse eine Seitwärtsphase abzeichnet. Dann haben wir hier noch den Dow Jones im Tageschart, im 15-Minuten-Chart. Und ich gebe Ihnen natürlich auch heute noch für den weiteren Verlauf für heute Nachmittag, wenn Sie noch an der Börse zugegen sind, mögliche Kursziele mit auf den Weg, die Sie dann später natürlich auch verfolgen können, überprüfen können, wie hat sich der Kurs an diesen Widerständen, Unterstützungen verhalten. Und welche Ziele gibt es noch? Wir können auch gerne, wenn Sie Interesse haben an einer Aktie, mal den Chart dieser Aktie dann hier live öffnen und schauen, ja, ob diese Aktie mögliche Kursziele hat. So, nun aber letztendlich zum DAX. Also Sie sehen, wir hatten im DAX eine Abwärtsbewegung vom Hoch 13.827 Punkte hier oben. Also das war im Februar. Und dann ging der ganze Fall los. Und ich habe hier immer im Chart Abwärtsbewegungen mit einem roten Plan gekennzeichnet, Aufwärtsbewegungen mit einem grünen Plan gekennzeichnet, habe entsprechende Horizontale, das sind Fibo-Linien, vielleicht mal ganz kurz eine 0%-Linie. Hier beginnt eine markante Bewegung, ein markantes Hoch, ein markantes Tief. Also das war bei 13.827 gegeben. Ein Nullpunkt, ein vorläufiger Tiefpunkt an anderer Stelle. Und hatte letztendlich ein Ziel, eine 118 bei 9.625 Punkten. Das war für mich so der Bereich 9.625 nach dem Fall, wo es keinen weiteren Fall hätte geben müssen. Aber als nächstes kommt ins Spiel, ich achte auch auf die Kerzenterminologie, Muster der Candlesticks. So ein bisschen nach Steve Neeson. Also wir sehen natürlich mit dieser roten Kerze, es gab einen sehr, sehr, sehr starken Abverkauf. Man konnte auch am Tagesende keine Käufe beobachten. Und letztendlich ist es dann natürlich so, selbst wenn ich Unterstützung habe, wie hier die 9625 oder 9304, dass ich an diesen Punkten also keinesfalls in eine Gegenbewegung einsteige, sondern ich muss erst mal sehen, also wo ist eine Unterstützung, die auch hält. Hier haben wir dann am 19. März ja, eine sehr, sehr starke Unterstützung oder hatten wir eine sehr, sehr starke Unterstützung bei 8.065 Punkte. Also ich spreche immer von meiner Handelsstrategie M118 und exakt an dieser starken Unterstützung wurde auch schon wieder gekauft. Also das sieht man an dieser Kerze, an diesem langen Schatten hier. Der Schlusskurs dieser Kerze lag über dem Eröffnungskurs und das Tief wurde getestet. Also das war ein sehr gutes Anzeichen, dass der DAX ab diesem Punkt, ja, trotz der ganzen Pandemie, jetzt wieder nach oben steigen könnte. Das ist der nächste Punkt für mich ganz klar. Es gibt einmal die klassische Chartanalyse und es gibt die Fundamentalanalyse. Ich bin absoluter Anhänger der Chartanalyse, einfach auch deswegen, weil ich nicht weiß, was an der Börse passiert, was die fundamentale Seite angeht. Es kann jeden Tag Meldungen geben. Es gab gestern wieder Konjunkturprognose aus den USA, die nicht positiv ausgefallen sind. Also das sind so Dinge, da möchte ich und kann ich nicht spekulieren. Das ist für mich auch einfach zu abstrus. Zu abwegig. Genau das Gleiche, wenn es bei Unternehmen um Zahlen geht, dann gibt es
den schönen Spruch Sell on Good News, Buy on Bad News. Also das ist alles so sehr, sehr schwer einzuordnen, definierbar. Aber was, worauf ich mich verlassen kann und wichtig ist, Vertrauen an der Börse zu haben, das ist meine Strategie M118. Und hier sehe ich wirklich nur auf den Chart. Das heißt, also ich sehe mir nur die Katzen an, ich handle nur nach meiner Strategie mit Fibonacci plus meinen eigenen Ergänzungen und sehe da natürlich, also nur hier steckt für mich letztendlich die Wahrheit. Jetzt aber weiter. Wir hatten hier an diesem Tag ein Tief bei 7.966 und da setzt der grüne Plan an. Den schiebe ich jetzt etwas zur Seite. Also Sie sehen dieses Tief 7.966. Es gab eine erste Aufwärtsbewegung bis 10.126. Auf dem Weg nach oben sind diese rote Linien immer noch Widerstände. Aber in dem Moment, wo unten alles abgearbeitet ist, setzt für mich die Umkehrbewegung ist für mich die Umkehrbewegung in Gang und diese Umkehrbewegung sollte dann gehen bis 12.091 Punkte. Das hat der DAX geschafft und er ist sogar darüber hinausgegangen und hier sehen Sie also an dieser 138er Linie auch im Fibo-Verhältnis setzte dann eine Umkehr ein und diese Umkehr geht im Moment so weit, dass die letzten Tage der Index gefallen ist. Jetzt sind wir gestern auch unter eine wichtige Unterstützung gefallen bei 12.046. Das ist hier diese rote 50er Linie, 12.46. Und das Interessante natürlich, was ist jetzt heute los? Und das sieht man sehr schön. Heute hat der DAX eröffnet an einem gleitenden Durchschnitt. Das ist ein 21er gleitender Durchschnitt, den ich in allen Zeitebenen als sehr sinnvoll erachte. Ich habe nicht mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Das hat auch verschiedene Gründe, auf die ich später möglicherweise noch eingehen kann. Wichtig ist erstmal hier übergeordnet, der DAX steigt und er steigt. Wie Sie sehen, exakt an diese 12.046,7 Punkte nach oben. Das ist eine leichte Korrektur. Und jetzt wird es für den heutigen Verlauf sehr, sehr wichtig sein, was jetzt passiert. Also im Moment diese 12.046 Punkte am wichtigsten für mich übergeordnet. Gelingt es dem DAX über diese 12.46 zu gehen, dann kann er auch relativ schnell wieder an die nächste Widerstandslinie laufen bei 12.466. Gelingt es nicht und der DAX wird abverkauft, und das sehen wir in kleinere Zeitebene dann schon, ja, dass bei 12.046 möglicherweise ein guter Short-Einstieg lag und sollte die Tageskerze abverkauft werden, werden wir mit Sicherheit sehen, dass der DAX unter dem 21er EMA, also exponentiell gleitenden Durchschnitt, wieder fallen sollte bis 11.626. Also das wäre so die Range erstmal für heute übergeordnet. Im Moment starker Widerstand 12.46, darüber hinaus freie Bahn bis 12.466, darunter bei Abverkauf jetzt sehr, sehr starke Unterstützung bei 11.626. Das ist natürlich für Intraday-Trader auch eine wichtige Information. Ich springe direkt mal rein in den 15-Minuten-Chart im DAX, kleinere Zeitebene. Sie sehen hier, alle 15 Minuten ergibt sich eine neue 15-Minuten-Kerze. Für mich wichtig, jetzt erstmal ohne näher auf das System einzugehen. Ich habe hier einen Plan von einem Hoch bei 12.930 Punkten. Das war der Plan von Montag, also diesen Montag, eine Abwärtsbewegung. Und die Abwärtsbewegung endete letztendlich nicht hier an unserem eigentlichen Ziel bei 11.939, aber dann auch wieder, wir haben schon im Tagesverlauf bei dem grünen Longplan gesehen nach oben, sie endete nach einem ersten Aufwärtsversuch hier auch an der Unterstützung 127% Linie, das ist für mich die häufigste Umkehrlinie, darauf gehen wir im Coaching ein, aber die Abwärtsbewegung endete hier
an der 138er Linie wieder, auch sehr starke Unterstützung bei 11,769. Und jetzt werde ich hier, da unten alle Ziele erfüllt sind, erstmal einen Gegenplan machen, einen Longplan. Und das ist für mich wichtig. Also ich brauche immer das Vertrauen, die Gewissheit nach meiner Strategie, wo befindet sich der DAX aktuell, wo sind Unterstützung, Widerstände und wo habe ich, ich nenne es bei mir eine offene 118% Linie, das ist so diese eigene Kreation, also keine eigentliche Fibo-Linie, sondern eine Feststellung jetzt durch die empirischen Untersuchungen, dass an diesem Verhältnis, an diesem 118% Verhältnis immer etwas passiert, beziehungsweise hier meine Ziele liegen. Und das mache ich jetzt hier mal live. Und zwar, ich setze an diesem Tief meinen Nullpunkt an, denn von hier, von diesem Tief, ist diese Aufwärtsbewegung gestartet und werde jetzt auch meinen Plan zeichnen. Und der sieht folgendermaßen aus. Muss ich schauen, wo ich hier meinen Plan anlege. Das erfolgt natürlich nach diversen Kriterien. So, das heißt, hier ist mein aktueller Handelsplan, der folgendes aussagt. Ich habe bei diesem Handelsplan 15 Minuten, im Moment kein offenes Ziel, 118, also nach dieser Umkehrbewegung habe ich hier schon, ich zeichne das mal kurz mit einer Ellipse ein, ich habe hier schon mein Umkehrziel erreicht bei 11.958, der Markt hat nochmal Unterstützung getestet, ist dann zu dieser 61,8% Linie gegangen. Das werden wir sehen, wenn ich dann mal umschalte auf diese Verhältnisse. Warum kam diese 61,8 aus dieser Bewegung obendrauf? Also Bewegung heißt 0 bis 100 und hier von 11.752 bis 11.926 18% obendrauf habe ich mein Kursziel, 61% obendrauf. Man kann es schön nachrechnen, also hier diese Spanne mal 1,68 und dann komme ich auf den Kurs 12.000 knapp 35 und hier ist wieder ein starker Widerstand. Erst wenn es über diesen Punkt hinausgeht, bekomme ich neue Ziele auf der Oberseite. Im Moment habe ich keine Ziele, auch keine Short-Ziele, also kein Long, kein Short im 15-Minuten-Chart. Und das ist für mich auch eine wichtige Information. Natürlich erstmal die Information, ja, okay, schade, es ergibt sich im Moment jetzt kein Trade in dieser Zeiteinheit, aber auch auf der anderen Seite natürlich ja, die Gewissheit, okay, Pause für mich, Kapitalschutz, also kein Trade eingehen, wo für mich nichts ist, ja, da muss ich außen vor bleiben. Ich vergleiche es immer so, ganz gern mit einem Angler, der auch lange, lange wartet, bis er was an der Angel hat. Aber das ist weitaus die bessere Strategie, auch darauf konditioniert zu sein, auf seine Strategie und dann eben nichts zu machen. Möchte ich unbedingt was machen, kann ich natürlich in die kleinste Zeitebene gehen. Das ist hier der 1-Minuten-Chart und kann hier im 1-Minuten-Chart versuchen, ja, zu handeln, denn ich habe hier jede Minute eine neue Kerze. Und das können wir später auch machen. Wir haben noch genügend Zeit. Wir können dann auch mal einen Part, ja, wenn es gewünscht ist, klar, machen, wo wir nur uns auf den 1-Minuten-Chart konzentrieren. Ich zeichne den Plan. Wir sehen, ob wir offene Ziele haben oder nicht. Selbst bei nicht offenen Zielen sieht man natürlich immer wieder schön, ja, dass die entsprechenden Unterstützungslinien, Widerstandslinien angelaufen werden. Und wir schalten natürlich auch immer mal wieder um auf andere Zeitebene. Wie sieht es da aus? Beispielsweise im Tageschart, also wovon wir gesprochen haben. Hier sehen wir es schon sehr schön. Der DAX ist an dieser sehr starken Widerstandslinie bei 12.046 abgeprallt.
und auf dem Weg nach unten. Das heißt, also es wird jetzt sehr interessant, geht da nochmal an den EMA, wird die Kerze rot, kann es einen schnellen Abverkauf auch heute wieder bis 11.626 geben. Der Markt ist gefallen die letzten Tage, ist natürlich auch dann erfahrungsgemäß weiter anfällig. Das ist so die Marktpsychologie, wird verkauft, ja, setzt dann irgendwann auch eine Welle ein, auch bei Anlegern ein, die dann irgendwann Angst bekommen, ja, wo das sogenannte kognitive Gleichgewicht dann kippt und wo es dann letztendlich heißt, raus, 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 also alles verkaufen. Und bei größeren Abwärtsbewegungen wir dann oftmals diesen sogenannten Sell-off sehen, bevor es wieder in die andere Richtung geht. Ich gehe ganz kurz mal weitere Produkte durch, also das Öl mal kurz und den Dow, dann in die Aktien rein und dann haben wir Zeit, uns komplett dem Live-Handel zu widmen. Auch im Moment deshalb, weil ich jetzt im Tageschart und 15-Minuten-Chart also nicht diese gewünschte offene 118er sehe im Moment. Es gibt übrigens noch andere Live-Webinare, damals mit Stefan Fröhlich und da wurden Live-Trades gemacht. Das ist auch eine Möglichkeit, da bei WH Self-Invest mal in die Historie reinzusehen und sich dann entsprechend das Video anzusehen. Also das liegt soweit vor. Ja, zum Öl. Finde ich sehr, sehr interessant, auch sehr, sehr gut bei WHS zu handeln. Ich möchte natürlich auch an dieser Stelle mal sagen, dass ich weiß nicht, wie viele Jahre müsste der Herr Stanisavac mal nachsehen, ich mittlerweile bei WHS bin und einfach auch deswegen, ja, weil die Kursstellung hier immer sehr, sehr gut und zuverlässig ist, weil man keine sogenannte Slippage hat. Also wenn ich einen Stopp setze, dann habe ich den Stopp. Das ist auch sehr, sehr wichtig für einen Trader, gibt eine sehr große Sicherheit. Das habe ich vor ganz vielen Jahren bei anderen Anbietern etwas anders erlebt. Und gerade wenn man eine hohe Positionsgröße handelt, beispielsweise ein Future, ein DAX-Future mit 25 Euro pro Punkt, dann sind hier bei einer Slippage, also einem sogenannten Ausstoppen von 6, nehmen wir 6 Punkte schlechter, und das ist häufiger passiert, 6 mal 25, 150 Euro aus nicht eigenem Verschulden sofort weg. Also das ist schon auch eine sehr, sehr wichtige Sache, also nicht nur Handelsstrategie und Mentales, sondern natürlich auch der richtige Anbieter an dieser Stelle. Im Öl sieht es im Moment so aus. Wir hatten hier den finalen Abverkauf am 21.04. Ein Tief bei 669, also in dem Fall 6,69 Dollar. Sie sehen, der Ölpreis hat sich wieder vervielfacht, ist an diese 127%-Linie gelaufen. Und das ist bei mir die häufigste Wendelinie. Hier sieht man es ganz gut. Beim DAX war es in zwei Zeitebenen so, dass wir erst an der nächsten, an der 138 gedreht sind, aber hier an der 127 gehen nach unten. Das heißt, im Öl jetzt folgendermaßen oder folgendes. Wir haben die Unterstützung bei 3,737 verloren. Öl ist darunter. Das heißt, in dem Moment, wo eine Unterstützung verloren geht, kommt die nächste Unterstützung dran bei 3.269 hier im Chart. Aber ich zeichne auch wieder einen Umkehrplan nach M118, wo ich hier am Hoch, am höchsten Punkt die Null ansetze und dann auch wieder nach unten handeln kann. Also ich bin jederzeit Herr der Lage, was meine Strategie betrifft, und weiß jederzeit, was ich zu tun habe oder was ich zu lassen habe. Und ich denke, das gibt eine sehr, sehr große Sicherheit, egal welches System man an der Börse verfolgt. Das ist wichtig, diese Sicherheit zu haben. Im Öl. Hallo Stefan, kurze Frage. Es kamen so zwei, drei Fragen auf. Hast du gerade einen Moment Zeit, die zu beantworten? Ja. Wunderbar. Zum einen, die erste Frage war, warum wurde die rote 100%-Linie gerade bei 10.266 Punkten hinterlegt? Die zweite Frage war, wie wurde die Position der 100%-Linie festgelegt im 15-Minuten-Chart? Und die dritte Frage war,
Wo die 0% anzulegen sind, ist klar, aber wo sollten oder wo sollen die 118% angelegt werden? Ja, okay, drei Fragen. Ich versuche nochmal nacheinander. Also die erste Frage, war, kannst du die gerade Warum wurde die nochmal? rote 100%-Linie gerade bei 10.266 Ja, Punkten hinterlegt? genau. Also das kann ich sagen. Wer jetzt Fibonacci kennt, ich nehme an, das ist ein Teilnehmer, ja, der Fibonacci grundsätzlich kennt und sagt, ich schieb den grünen Plan mal etwas zur Seite. Warum bei 10.266? Ich habe hier kein markantes Tief, auch kein markantes Tief der Kerze. Und das ist es letztendlich. Also das sind diese empirischen Untersuchungen und Auswertungen. Ich blende jetzt hier mal einen weiteren Chart ein mit einer anderen Farbe, um das mal ein bisschen deutlich zu machen. Es gibt ja diese ja, Lehrbücher nach Fibonacci, wo man folgendermaßen anlegt. Die Null ist natürlich relativ klar. Ich lege es jetzt mal Pi mal Daumen oben an, die Null. Und viele legen dann in dem Moment hier an einem markanten Tief an. Also das wäre hier das ganz große Tief. Und sehen, wenn ich diese Horizontale jetzt mal rüberführe, natürlich an diesen blauen horizontalen Widerstandslinie hier beispielsweise zu sehen. Ich habe gemerkt, dass diese markanten Hochs, Tiefs nach Lehrbuch natürlich eine Bedeutung haben, habe aber auch festgestellt, dass es andere Anhaltspunkte gibt, die besser sind. Und andere Anhaltspunkte, die besser sind, sind diese ersten Umkehrbewegungen. Und hier sieht man beispielsweise eine erste Umkehrbewegung, wo auch jetzt ja, letztendlich zur Auflösung der Frage, wo ich angelegt habe. Ich habe hier oben den Nullpunkt und habe hier an diesem ersten Tief, ja, also hier grüne Kerze, wo es dann wieder ein kleines bisschen nach oben ging, ja, hier an diesem Tief die 100% angelegt und zeigt es noch mal kurz, dann sehen Sie auch, wie ich letztendlich auf den aktuellen Kurs komme. Also noch mal in der Quiz, ich gebe mal den genauen Kurs ein, 13.827.3. 8723. Und hier die 100, also an diesem Tief, die lag bei 11.626.5. 11.626.5. So, und hier sieht man dann letztendlich aus dieser Bewegung resultiert die weitere Bewegung. Man sieht, da gehe ich später drauf ein, auf diesen goldenen Schnitt, die 61,8%. Also das ist hier der goldene Schnitt bei 10.266. Ja. Und daraus resultiert der neue Plan da, aus dieser Bewegung heraus, also 13.827 bis 11.626, resultiert hier der goldene Schnitt und dann letztendlich auch die Erweiterung. Also das ist die Auflösung zu der Frage. Daher diese 10.266. Dann die zweite Frage war, wie wurde die Position der 100% festgelegt im 15-Minuten-Chart? Ja, das ist letztendlich das Gleiche aus einer ein bisschen anderen Perspektive. Ich habe verschiedene Kriterien. Das führt natürlich jetzt sehr, sehr weit, weil das ein Inhalt vom Coaching ist, zweimal 4 Stunden. Ich kann insofern sagen, ja, dass diese Bewegung daraus resultiert, die Abwärtsbewegung, sehr starke Unterstützung bei 11.769. Dann haben wir hier das Kerzentief. Und in dem Fall ist es so, Kriterium, ein Bullish Engulfing nach Steve Neeson, Kerzenterminologie, also die grüne Kerze, umschließt diese Vorgängerkerze, die rote Kerze. Und in dem Moment, wo ich ein Bullish Engulfing habe, nehme ich diese Kerze in den Plan 0 und 100. Auch das zeige ich mit dem türkisenen Plan. Also das ist abhängig von Kerzenumkehren. In dem Moment,
wo die 0 angelegt wird, ist klar, wo die 100 angelegt wird, ist letztendlich abhängig von einer Umkehrkerze oder von einer Umkehrkerzenbewegung. Da gibt es verschiedene Kriterien. Ich zeige es jetzt hier wieder an diesem Beispiel. Also das heißt, die 0 hier unten, schiebe den Plan mal etwas raus, und die 100 würde dann exakt, ich hoffe es jetzt noch einigermaßen zu sehen, so, die 100%-Linie liegt dann in dem Moment bei 11.818. Und hier sehen wir auch 38,2, 11.818. Also das kommt aus dieser ersten Kerze Umkehrbewegung. Daraus resultiert das Verhältnis und wird dann wieder weitergetragen nach diesen natürlichen mathematischen Verhältnissen, nach Fibonacci, der goldene Schnitt, immer 61,8% drauf. Hier gehe ich später auch noch auf diese Verhältnisse ein. Da habe ich eine kleine Präsentation mit zwei, drei Bildern, dann wird es etwas klarer. Aber hieraus resultiert letztendlich dieser aktuelle Plan. Die letzte Frage war dann, es ist, wo die 0% anzulegen sind, ist klar, aber wo sollen die 118% angelegt werden? Das ist hier noch eine Frage. Ja, die 118% werden nicht angelegt, sondern die sind fester Bestandteil des Planes. Also wir sehen hier aktuell der grüne Plan, wenn ich eine 0 angelegt habe und habe eine 100% Linie, dann ergibt sich die 118% Linie automatisch. Also das heißt, diese Linie wird nicht angelegt, es werden immer nur 0 und 100 angelegt und die anderen Verhältnisse ergeben sich dann daraus. Das heißt also 11.752 zu 11.926, das ist eine Spanne von, naja, 170 Punkten knapp und 170 Punkte, 18% obendrauf. Das heißt, ja, knapp 34 Punkte obendrauf, dann lande ich bei dieser 11.958 und das ist dieser Zielbereich. Wunderbar, vielen Dank für die Ausführung. Ja, ich habe ganz vergessen, ich habe noch drei Umfragen vorbereitet, die stelle ich dir nachher einfach, ist kein Thema. Dann, ja, das war es erstmal an Fragen, Stefan, dann mach erstmal weiter und ich werde dann mich einfach nochmal dazwischen klinken, wenn es mal ein paar Fragen gibt. Ja, okay, danke. Danke. Wir sind jetzt gerade wieder bei dem 15-Minuten-DAX-Chart und das, was ich eingangs sagte, auch eine sehr, sehr wichtige Info, nichts tun, also man muss wissen, wann man nichts tut und das ist so ein bisschen die Bestätigung zum aktuellen Zeitpunkt, ja, nichts zu tun. Wir haben hier nach der 12.034, also dieser maximalen Ausdehnung, einen Rücklauf gehabt, haben hier wieder Unterstützung nach dem grünen Plan, horizontale, bei 11.926. Und haben auch diese in lila gezeichnet, diesen EMA 21, also diesen gleitenden Durchschnitt drin und sehen auch hier die zwei Kerzen, wenn ich die Schatten außen vor lasse, setzen wir direkt hier auf und befinden uns nach wie vor so ein bisschen in der Seitwärtsbewegung. Das heißt also, mir gibt der Markt ersten Hinweis nach meinem System, nachdem er wieder hier über die 12.034 rausgelaufen ist oder in dem Moment, ja, wo er nach dem roten Plan eine sehr, sehr wichtige Unterstützung verloren hat. Dann wird es interessant, bildlich, symbolisch kann man sagen, der Weg muss frei sein. Ich habe mal so, erinnere ich mich, ein ganz tolles Zitat gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, wo es her war, aber das hieß, ich nahm die weniger befahrene Straße, das machte den ganzen Unterschied. Ja, und das ist so ein bisschen, denke ich, auch übertragbar auf die Börse. Viel befahrene Straße, das haben wir hier im Moment natürlich gesehen, ja, viele Kerzen, Seitwärtsbewegung, die Marktteilnehmer wissen nicht so genau, ja, kaufen, verkaufen, also man spricht von dieser Seitwärts-Range und diese Seitwärts-Range ist für mich einfach nicht interessant, ja, ich mag eine
ein klares Indiz haben nach Strategie und dann eine Straße, die nicht so befahren ist, sprich wo der Weg frei ist, wo wenig Hindernisse im Weg sind, wo wenig Widerstände im Weg sind. Und da möchte ich dann relativ unbeschwert und problemlos hin zu meinem Ziel. Das so ein bisschen übergeordnet. Gehen wir zum Dow Jones, das ist ja auch für viele natürlich sehr, sehr interessant. Und im Dow Jones sehen wir im Tageschart ähnlicher Verlauf wie im DAX. Nur hier ist es tatsächlich so, wir hatten ein Hoch bei 29.584,5 und einen Abverkauf. Und hier tatsächlich ja, exakt an 18.260, das war eine 118%-Linie. Das heißt also hier, für mich dann erstmal ja, Ziel erreicht, ja, Markt bereinigt. Natürlich, sage ich auch für diejenigen, die noch nicht so mit Fibonacci behaftet sind, also auch für mich ist es nicht möglich. Ich sehe zwar Umkehrpunkte, ich habe Zielpunkte, aber ich habe nach dieser Umkehr 29.584 nicht direkt das Ziel 18.260. Das muss man dazu sagen. Ich habe dieses Ziel 18.266, nachdem gewisse Unterstützungen gebrochen sind, wie beispielsweise hier die 24.786. Das ist für mich ein Indiz, dass es dann auf 18.260 gehen sollte. Aber erst ab dem Zeitpunkt ja, sehe ich dieses Ziel hier unten. Diesen Abverkauf hier oben, das Hoch, das kann man früher erkennen, in dem Moment, ja, wo man oben auf der Oberseite diese Ziele erreicht hat. Beispielsweise hier zu sehen, aus einer Aufwärtsbewegung Ziele erreicht hat. Ziele sind erreicht, es gibt eine Umkehr, es gibt ein höheres Hoch. Auch das ist sehr interessant. Sie sehen hier ein kleines Hoch mit schon einem, ja, heißt in der Kerzensprache, ja, ist ein Doji, ein Northern Doji, spricht schon so für einen Abverkauf, da kam direkt dann nochmal ein höheres Hoch und dann der richtige Abverkauf. Also das kann man ganz gut, das kann man ganz gut sehen soweit. Und im Moment ist es im Dow Jones auch so, und es war interessant für einen Shortkauf. Wir sind wieder von diesem Tief 18.166 nach oben gelaufen. Wieder interessant, diese 127%-Linie, 27.387 Abverkauf, häufigste Wendelinie und befinden uns jetzt hier, und das ist interessant für die weiteren Tage, ähnlich wie im DAX, gleiche Konstellation im Abverkauf. Eine wichtige Unterstützung bei 25.918 ist verloren gegangen im Tagesverlauf wird. Der Dow Jones hat noch nicht eröffnet, aber hier Einstellung, Kurse laufen rund um die Uhr bei WH. Wir testen den EMA 21, das ist ein Widerstand. Wird der Widerstand nicht erfolgreich genommen, dann sollte es relativ schnell, möglicherweise auch noch heute, nach unten gehen bis heute Nachmittag 24.786. Also wird diese Linie nicht gebrochen. Dann runter zu 24.786 und hier würde man mit Sicherheit sehen, dass exakt an dieser Linie, zumindest im Tagesverlauf, ja, wieder gekauft wird. Und wenn es auch nur einige hundert Punkte sind, das übergeordnet. Natürlich können wir auch hier dann im Dow Jones einen Plan, einen Shortplan Zeichen nach unten sehen. Hier die 118 ist erfüllt und jetzt würde ich wieder hergehen. Heute Nachmittag sind wir jetzt leider nicht mehr wie geplant. Wenn es in Frankfurt stattgefunden hätte, unser Seminar, hätten wir hier noch schön in den Live-Handel rein sehen können. Aber hier kann ich jetzt auch schon mal einen Plan zeichnen und Ihnen sagen, ob wir hier im Dow möglicherweise ein Ziel nach oben haben im 15-Minuten-Chart. Gleiche Sache letztendlich, also hier Bullish Engulfing. Ich weiß jetzt nicht, wer die, ja, wer Firm ist in der Kerzengeschichte. Für die anderen sind das böhmische Dörfer. Da probiere ich es nochmal etwas einfacher zu erklären. Das heißt, starker Abverkauf, rote Kerze heißt immer, der Schlusskurs während der Sitzung hier 15 Minuten schließt über dem Eröffnungskurs, also Eröffnungskurs hier.
roter Kerzenkörper, Schlusskurs hier. Und dann kommt explosionsartig, ja, kommen Käufer in den Markt. Das heißt also hier lange grüne Kerze umschließt die andere Kerze komplett. Und das ist ein Zeichen, dass ich dann hier auch meine 100% Linie ansetze. Jetzt erkennen wir, wieder habe ich diesen Plan und befinde mich an diesen Stellen, sehen wir hier 38 und 23 Fibo-Verhältnisse im Dow Jones, 25,167, 25,133, starke Unterstützung. Und von diesen Unterstützungen, ja, sollte es dann wieder zur 118% Linie gehen. Das haben wir hier. Der Kurs ist hochgegangen, 118% abverkauft. Und im Moment sieht das Ganze so aus, um den aktuellen Plan zu zeichnen. Den mache ich mal schnell. Wenn wir ein offenes Ziel haben, können Sie das natürlich auch weiter verfolgen, jetzt oder später, heute Nachmittag. So, auch im Dow Jones im Moment 138 erreicht, 25.600 Abverkauf. Also auch hier erstmal Seitwärtsbewegung. Es wird erst dann wieder interessant heute Nachmittag, wenn die 25.689 erreicht sind. Darüber hinaus haben wir neue Long-Ziele nach M118 und dies dann auch nach diesen empirischen Untersuchungen mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit. Für mich immer wichtig, welche Wahrscheinlichkeit habe ich an welchem Punkt aufgrund der Historie einen erfolgreichen Trade zu machen. Mich wundert so ein bisschen, die Frage wurde noch nicht gestellt, würde vielleicht noch gestellt, aber ich beantworte sie im Voraus, also in wie viel Prozent der Fällen werden die Kursziele erreicht. Also diese 118% Linie wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit erreicht. Es hängt davon ab, ob wir übergeordnet eine Seitwärtsbewegung eher haben oder eine sehr dynamische Bewegung wie die letzten 2 Monate. Die Trefferquote liegt hier je nach Marktbewegung zwischen 60% und 85%. Das Interessante ja, das sind die mathematischen Spielchen, wo wir auch im Coaching drauf eingehen. Letztendlich kann ich selbst mit einer wesentlich geringeren Trefferquote erfolgreich an der Börse handeln. In dem Moment, wo ich mein CAV, also mein Kursgewinnverhältnis, einhalte. Ein Beispiel, habe ich eine offene 118, kaufe ich an dem Rücklauf 38,2%, habe ich immer ein CAV von 2:1. Das heißt, ich setze 100 Euro ein als Risikokapital, habe die Chance auf 200 Euro als Gewinnpotenzial. Das heißt, wenn ich dieses Verhältnis immer habe, wäre ich selbst ja bei einer Quote von 50% Gewinntrades, also von 10 Trades, 5, die in den Gewinn laufen, sehr gut profitabel. Also das sind natürlich auch dann diese mathematischen Fälle, die wichtig sind. Bevor wir in den Live-Handel 1 Minute gehen im DAX, schalte ich mal um zu den Aktien. Ich denke, auch das könnte für den einen oder anderen interessant sein. Ich höre immer wieder, dass viele Menschen, die an der Börse aktiv sind, gerne DAX-Werte handeln. Und ich habe hier so eine kleine Auswahl getroffen an Aktien. Hier mal beispielsweise eine Infineon-Aktie, was die letzte Zeit interessant war, war die Lufthansa-Aktie. Bei der Lufthansa-Aktie gibt es übrigens ein Long-Ziel auf der Oberseite. Ja klar, Long-Ziel immer auf der Oberseite, aber das haben wir hier. Und hier kann man sagen, dass bei der Lufthansa eine sehr große Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Kurs auf 12,76 Euro steigt. Das immer unter der Voraussetzung, dass der Kurs nicht unter die Null fällt. Das ist auch ganz wichtig bei dem System. In dem Moment, wo ich einen Plan habe, ein Tief, das ist hier, sind hier die 7,02 Euro, die dürfen nicht nach unten durchbrochen werden. Dann wäre der Plan hinfällig. Dann wäre auch das Ziel hier oben hinfällig.
aber hier haben wir eine sehr große Wahrscheinlichkeit und das, ja, bitte ich sehr einfach mal nachzuverfolgen die nächsten Tage, wie Lufthansa sich entwickelt. Also meine Prognose ganz klar, Lufthansa wird, bevor sie möglicherweise nochmal unter 7,02 € fällt, was im Moment nicht zu erwarten ist, auf alle Fälle zunächst auf 12,76 € steigen. Und das ist interessant, ja, hier dann mit CFD bei WH Self Invest zu kaufen. Und in den meisten Fällen der Aktien, hier kann auch Stanislavac nochmal etwas dazu sagen, ist es so, dass sie nicht den kompletten Preis wie bei Aktien hinterlegen müssen, sondern nur bei den meisten Aktienwerten sind es 20% am Margin. Das heißt also, wenn ich jetzt hier 1000 Stück kaufe, dann müsste ich für die Aktien 10.000 € bezahlen. Handle ich CFDs, müssen nur knapp 2000, 2500 € Sicherheitsgebühr hinterlegt werden. Also hier bei Lufthansa 12,76 das Kursziel. Die Deutsche Bankaktie hat ihr Kursziel bei 9,88 € erreicht, nach einer Abwärtsbewegung. Auch hier ist schön zu sehen, eine 118 lag bei 4,59 €. Das ist für mich auch ein sehr, sehr guter Kaufpreis gewesen. Natürlich lohnt es sich hier auch mal, ist ein Ziel erreicht, ja, bei einer Aktie mal auf ein Kursgewinnverhältnis zu schauen oder generell mal zu schauen, wie ist das Unternehmen aufgestellt. Aber das sind dann natürlich ja sehr, sehr gute Kaufgelegenheiten. Hier zur Allianz. Hier sagte ich eingangs, bin ich investiert. Und sehr, sehr interessante Konstellation. Wir haben bei der Allianz-Aktie ein Hoch bei 232,55 €. Eine Abwärtsbewegung hingelegt und ich habe ein Kursziel, ja, man kann es kaum glauben, weil es so brutal weit entfernt liegt im Moment, nämlich bei 101,20 € liegt das Kursziel 118%. Und das Interessante ist, nach diesem Tief auch hier, obwohl auf der Unterseite ein Ziel offen ist, ja, zeichne ich einen Plan in die andere Richtung. Ich blende Ihnen die Fibonacci Level im Chart ein, plus die 118. Das heißt also, wir sind hier gestartet von einer Bewegung, von einem Tief bei 117,10 € nach oben und hatten nach einem Hoch hier knapp zu sehen bei 175,88 € einen Rücklauf an die Unterstützung 38,2%. Auch ein goldener Schnitt, wenn ich 0 und 100 nehme, nach unten goldener Schnitt von 0, 100 nach unten 61% Korrektur liegt in dem Fall dann bei 38,2. Ich glaube, ich muss etwas langsamer sprechen. Bei 38,2%, also bei 141,69 €. Und hier sehen Sie nicht nur eine Unterstützung, sondern auch dann die Möglichkeit auf einen Longhandel bis oben zur 118%-Linie. Und das ist jetzt auch ein Fall, der interessant ist. Es gibt nach der Strategie auch Kursziele auf der Ober- und auf der Unterseite. Also es das heißt nicht, dass immer nur ein Short-Ziel offen ist oder dass ein Long-Ziel offen ist. Sind in beide Richtungen Ziele offen, kann ich trotzdem in beide Richtungen handeln. Und hier war es sehr interessant gewesen. Meist ist es das zuletzt eröffnete Kursziel, das zuerst abgearbeitet wird, nämlich hier nach dem grünen Plan Rücklauf zu 141. Dann wird zuerst das Ziel auf der Oberseite abgearbeitet. Das lag, hier sehen wir es besser, 118% bei 193 € auf der Oberseite ist erreicht worden. Und jetzt kann ich natürlich sehr gut kombinieren. In dem Fall nach dem roten Plan habe ich einen Rücklauf an 38,2 bei 190 und offenes Ziel bei 101. Und ich habe nach dieser Umkehr kein Long-Ziel mehr offen. Das heißt, es ist geschlossen. Das ist für mich erledigt und habe die Möglichkeit dann an diesem Punkt Short
einzusteigen. Unterstützt wird die ganze These dahingehend, dass auch für Trader ja bekannt diese hier rechteckig eingezeichnet sogenannten Aufwärtsgaps, Aufwärts-Abwärtsgaps, je nachdem wie der Chartverlauf ist. Das heißt also diese Kurslücken. Sprich, für diejenigen, die es noch nicht kennen, der Kurs schließt 17:30 Uhr regulär an der Börse und am nächsten Tag kommt es ja, je nach Marktlage durch offene Kauf- oder Verkaufsorder im Markt dann zu einem Kurssprung, das heißt also zu einer Öffnung wesentlich oder ein Stück weit weiter oben, weiter unten. Daraus entstehen diese Kurslücken und diese Kurslücken werden dann in der Regel geschlossen, manchmal früher geschlossen, manchmal später geschlossen. Das kommt natürlich drauf an. Auch hier habe ich so meine eigenen Untersuchungen gemacht. Also wann ist damit zu rechnen, dass Kursfenster geschlossen werden? Was passiert, wenn Kursfenster geschlossen werden? Ist es dann wieder eine Unterstützung? Ist es ein Widerstand? Und so weiter und so weiter. Das kann man natürlich hier in der Kürze der Zeit jetzt nicht besprechen, aber man könnte ein extra Webinar machen mit Kurslücken. Ja, das wäre mit Sicherheit eine Möglichkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass das möglicherweise auch schon der eine oder andere Kollege gemacht hat. Ja, wie sieht es jetzt aus bei der Allianz Aktie? Zunächst mal das Gute, wenn man hier eingestiegen ist, also wie geschehen, man sieht es hier jetzt, ja, Position 25 CFDs, gekauft bei 191,82 € und der aktuelle Kurs befindet sich bei 178,50 Euro. Heißt, knapp 13 Euro pro CFD im Plus, heißt also 12, 13 Euro mal 25 macht den aktuellen Gewinn. Hier liegen wir jetzt aktuell bei 333 Euro. Wichtig natürlich auch, ja, wie verfährt man mit der Position? Das ist so die nächste Frage. Wir wissen, dass der Plan immer gültig ist, solange dieser Null nicht durchbrochen wird. Also steigt Allianz über 232,55 €. Hier sollte spätestens der Stopp sein. Hier habe ich natürlich dann auch einen beträchtlichen Verlust, sollte die Allianz-Aktie über diesen Wert hinausgehen. Was ein Trader sehr gerne macht, ist, Sie wissen es mit Sicherheit, ja, sehr schnell auf Break-Even nachziehen, also auf den Einstandskurs, um sich dann in der sogenannten Komfortzone zu befinden. Ja, in dem Moment, ja, wo ich weiß, ja, ich habe eine Position, ich kann hier nichts mehr verlieren, bin ich in meiner Komfortzone. Ich weiß entweder null oder ich kann etwas verdienen. Das ist natürlich ja nur bedingt sinnvoll, denn es kann ja jederzeit passieren, dass der Kurs hochgeht, nochmal über dieses Hoch, ja, wo ich eingestiegen bin, bei 191,82 und der Kurs geht an diese 23er-Linie bei 206 Euro, was gleichbedeutend ist beim grünen Longplan mit der 138er zwar auch bei 206 Euro. Das heißt, diese 206 Euro bei der Allianz sind ein sehr wichtiger Kurs, ein sehr wichtiger Wert. Würde ich meinen Stopp jetzt auf Einstieg setzen, kann es passieren, der Wert läuft auf 206, fällt nach unten, ich bin nicht mehr dabei, aus welchen Gründen auch immer. Und was ist die Folge eines Traders? Er ärgert sich. Fällt wieder in den mentalen Bereich rein. Wichtig ist hier natürlich, ja, worauf ich hinaus mag, man braucht eine klare Stopp-Strategie. Und einmal gibt es diese Überlegung, den Stopp hier über die Null zu setzen, weil da ist der Plan noch in Ordnung. Aber natürlich auch in bestimmten Fällen, ja, möchte ich in meiner Komfortzone sein und sage, naja, ein gewisses Kursniveau darf der Markt nicht mehr erreichen. Und erst dann, wenn das passiert ist, jetzt mal kurz, ich muss ausblenden. So, erst wenn das
nicht mehr passiert ist, dann ist der Markt für mich in Ordnung, dann läuft es in dem Fall. Aktuell auch übertragen auf Allianz sieht es auch genauso aus, aber ich müsste jetzt sehr, sehr weit ausholen, um hier letztendlich Ihnen mitzuteilen, wann der Stopp wo sitzt, beziehungsweise wann ein Trailing, sogenannter Trailing Stop eingesetzt wird, ja, wo ich diesen Stopp danach ziehe auf Break-Even. Also das ist abhängig von gewissen Faktoren, aber wichtig ist, ja, ich muss nicht immer überlegen, wann ist es so, wann ist es so, sondern ja, ich muss vorgefertigt parat haben, also in welchem Fall setze ich meinen Stopp wohin und muss 100% ist meine Meinung danach vorgehen. Bei Allianz sehen wir jetzt Folgendes. Also diese 190 Euro waren sehr starker Widerstand. Wir haben diese Aufwärtsgaps. Wir hatten diesen Ziel bei 193, deswegen war für mich letztendlich auch insoweit, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, klar, die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit hat man nie oder Gewissheit, aber letztendlich klar, ich kaufe erst, wenn der Kurs von Allianz bei 193 Euro war, also das Long-Ziel erfüllt hat und ich sehe, dass er nicht mit Dynamik durchgeht, sonst hätte ich das Potenzial in so ein sogenanntes fallendes Messer gegriffen. In diesem Fall wäre es umgekehrt, also ein steigender Kurs reingegriffen, der Dynamik hat, wo Käufer im Markt sind, der wieder einen Gesamtmarkt hat, ja, wo ganz viel Geld in den Markt geschossen wird, ist bekannt. Ich hätte meine Position gekauft und wäre möglicherweise dann bis 206 erstmal ordentlich im Minus. Also ich warte hier auch ab, wie verhält sich der Markt an dieser Widerstandslinie und erst nachdem ich gesehen habe, bei 193 Euro am Ziel, was bekanntermaßen ein sehr starker Widerstand ist, er dreht der Kurs, dann gehe ich auch letztendlich dann short. Das war bei mir 191,82. Und jetzt haben wir hier heute, auch kein Zufall, hatten wir eine Eröffnung, wenn ich mal auf die Katze draufgehe bei der Allianz, unten zu sehen in der Leiste unten links, O-Open bei 175,84 €. Dann kam der Test auf der Unterseite, die 173,52 €, also was hier in der Leiste unten als Low zu sehen ist. Und wo sind wir wieder am EMA 21? Und das ist bekanntermaßen dann auch gerade im Tageschart bei Aktienwerte hier, also 173,05 € in dem Bereich, eine sehr, sehr starke Unterstützung. Das heißt also, die Allianz war auf 173,57 €, ist jetzt wieder bei 178,64 €. Und auch da stellt sich berechtigterweise die Frage, naja, wenn ich das weiß, der 21er gleitende Durchschnitt, das wird eine sehr starke Unterstützung sein. Verkaufe ich da nicht an 173,5 €. Das wäre hier in meinem Fall also knapp 5 Euro obendrauf. 5 mal 25, 125 Euro hätte ich verkaufen können und könnte jetzt wieder kaufen. Da ist allerdings dann wieder kommt ins Spiel. Ja, hier komme ich in die Gefahr, dann bei jeder kleinen Unterstützung oder jedem kleinen Widerstand zu kaufen, zu verkaufen. Ich habe natürlich auch eine Kauf- und eine Verkaufgebühr letztendlich, wo ich mir überlegen muss, gerade bei Aktien, bei Daytrading, DAX fällt das natürlich überhaupt nicht ins Gewicht, so ein Punkt, je nach Positionsgröße. Aber da muss ich mir dann überlegen, also möchte ich das ganz klare Bild handeln, dann muss ich auch damit leben, dass es naturgemäß ja, Unterstützung, Widerstände gibt. Oder lasse ich das Ganze laufen. Man hat es auch hier gesehen, Allianz bricht durch die 190. Am nächsten Tag, ja, gehen wir wieder hoch an die 190. Das ist ein Widerstand, der hat nicht geknackt. Hätte er den Widerstand geknackt oder hätte die Aktie den Widerstand geknackt, dann große Aussicht auf 206. Ist nicht passiert. Dann nächste Unterstützung 176. Und EMA heißt jetzt für Allianz, klar. Erstmal abwarten, wie entwickelt sich der Kurs heute.
bekommen wir am Montag einen Startkurs über 176,90 €, also hier über der roten Linie beim positiven Gesamtmarkt. Da kann von hier dann auch ausgehend wieder ein Anstieg erfolgen bis 206 und der Fall danach kommen. Ich denke, genug dieser Aktie. So, wir können jetzt Folgendes tun. Also einmal in den DAX-Minuten-Chart reingehen und ich würde ganz gern noch mal kurz auf das eine oder andere zu sprechen kommen, was auch einen entsprechenden Mehrwert gibt an der Börse. Was heißt also zum Beispiel, welche Verhältnisse begegnen uns in der Natur am häufigsten? Können wir mit immer wieder vorkommen? Kommenden natürlichen Verhältnissen an der Börse Geld verdienen, können wir Kurse vorhersagen und hierzu dann auch nochmal zwei, drei Folien einblenden. Wir machen es so, Tageschart im DAX. Wir sehen also, der DAX wurde kurzzeitig abverkauft. Aber es kamen keine neuen Verkäufer hinzu und jetzt befinden wir uns wieder direkt hier an der 12.046. Aktuell ja, sind wir bei 12.038 und sehen, ja, Kurs ist wieder an dem Widerstand dran. Und auch dazu ein Hinweis, heute Morgen waren wir an dem Widerstand dran, sind abverkauft worden, dann kamen wieder Käufer. Das heißt also, der Markt ist heute relativ stabil. Das ist schon ja, ein gutes Zeichen, wenn ich long bin. Wenn ich short bin, ist es ja etwas ja, beunruhigendes Zeichen, kann man nicht sagen. Wir haben unsere Pläne und handeln die. Aber je häufiger ein Widerstand angelaufen wird, desto größer natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Widerstand dann geknackt wird. Das heißt also, wenn wir jetzt hier mal über 12.046 gehen, kann es sein, dass auch relativ schnell Anschlusskäufe kommen, exakt über diesen Widerstand. Das ist ganz wichtig. Zum 15-Minuten-Chart. Hier bekommen wir augenscheinlich in Kürze ein neues Kursziel, was wir dann auch beobachten können. Das heißt, geht der Kurs über dieses Hoch, bekommen wir ein neues Kursziel und ich antizipiere das in dem Fall, wenn das passiert, womit ich rechne, wovon man ausgehen kann, kann ich Ihnen sofort das neue Kursziel mitteilen und Sie können auch direkt sehen, wie sich der Markt an diesem Kursziel verhält, beziehungsweise wenn er nochmal zurückläuft, ja, wir auch eine Möglichkeit bekommen, ja, im DAX heute noch long zu handeln. So heißt, wenn der Kurs über diese 12.035 geht, haben wir ein Kursziel auf der Oberseite 12.085,8, was mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit angelaufen wird. Natürlich würde ich jetzt nicht direkt über der 12.035 kaufen, denn man muss bedenken, der Weg von 12.035 bis 12.085 ist nicht so weit. Naja, es sind 50 Punkte. Wenn der DAX direkt durchläuft, kann ich 50 Punkte mitnehmen, das ist schön, aber in dem Moment, ja, kommt es auf die Dynamik an, in geringe Situationen kann man mit entsprechendem Volumen kaufen oder kaufe ich mit entsprechendem Volumen, ansonsten wartet man einen Rücklauf ab, hier vorzugsweise zum EMA wieder, starke Unterstützungslinie, also wäre im Moment beispielsweise bei 11.939 und von 11.939 hier habe ich entsprechend ja, eine längere Spanne bis zum Ziel 12.085 Punkte. Also sprich hier, das ist dann eine ganz andere Hausnummer. Und ich muss natürlich immer sehen, wenn ich jetzt bei 11.926 kaufen würde, auf mein Kursziel 12.85,8, wo setze ich den Stopp? Chance-Risiko-Verhältnis muss passen. Okay, das werden wir beobachten. Im 1-Minuten-Chart
zeichne ich gerade einen Plan, mal schnell, und schaue, ob es ein offenes Kursziel gibt, eine offene 118er. Wenn ja, werden wir das natürlich auch verfolgen, möglicherweise auch handeln bei Möglichkeit. Ansonsten würde ich dann umschalten auf nochmal auf die Präsentation, und ich denke dann auch in Kürze ja, der Mentalteil von Dagmar, mit Sicherheit von einigen auch schon erwartet und ersehnt, denke ich, hoffe ich. Und ich glaube auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. So. Ja, wir sehen auch hier im Minutenchart auch das heute. Aber ich habe die Kurse nicht gemacht. Auch hier, wir sehen eine Aufwärtsbewegung, also von 11, 8, 23, 9 bis 12.018. Und hier durch die 12, 18 durch, Kursziel 12, 53, also 35 Punkte in dem Fall, aber direkt erreicht. Die absoluten Ultra-Scalper haben hier natürlich die Möglichkeit, ja, 1-Minute-Chart, in dem Moment, die Katze geht durch, sofort zu kaufen und mit entsprechender Dynamik bis 12,53 zu handeln. Auch hier gibt es Vorlagen, die ich ja erstellt habe, also quasi ein Skript auf einer Seite, wenn dann, und auch die Möglichkeit, also nach einem Anstieg durch die 100, also sofort zu handeln. Das sind dann aber die Scalper, und hier kommt wieder die Emotionalität mit ins Spiel. Ich muss einen engen Stopp setzen, gerade bei im Minute-Chart, gerade über der 100er-Linie, und kann natürlich ja, Sekunden später auch wieder ausgestoppt sein. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und das ist auch mal wichtig, ja, eingangs auch beim Coaching herauszufinden, was sind Sie eigentlich für ein Anlegertyp? Also wie viel Zeit haben Sie zur Verfügung? Sind Sie eher der sicherheitsdenkende Typ? Sind Sie der vorsichtig spekulative Typ, oder sind Sie der hochspekulative Typ? Ja, soweit. Okay, also auch hier jetzt im Moment nichts, und das gibt die Möglichkeit, doch hier dann mal kurz umzuschalten nochmal auf eine Präsentation. So, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber hier, Sekunden, mal eine kurze Pause. Also die Frage ist immer wieder, und das ist auch der Ansatz, gerade bei Fibonacci, wo findet man diese mathematischen Verhältnisse in der Welt? Und warum spielen sie anscheinend auch so eine immense Rolle an der Börse? Hier viele Beispiele aus der Architektur. Wir können zählen die Säulen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir werden später sehen, das ist eine Fibonacci-Zahl. Zur anderen Seite, Säule 1, 2, 3, 4, 5, auch eine Fibonacci-Zahl. Hier oben eine Verzierung 1, 2, 3. Also alles Fibonacci-Zahlen, beispielsweise hier in der Architektur. Wir sehen beim Menschen vom Fuß bis zum Nabel, jeder kann das zu Hause mal selbst nachmachen. Ich habe es auch getan, bei mir, bei anderen Menschen in der Familie. Wenn Sie ansetzen, von Ihrem Fuß bis zum Nabel, diese Spanne, diese Größe als 100%, und dann vom Nabel bis zum Kopf, bis zum Scheitel messen, dann werden hier 61,8% obendrauf kommen. Das heißt also, das ist schon so ein bisschen Indiz, ja, dass der Mensch diese Verhältnisse irgendwo in sich trägt. Ja, diese Verhältnisse kommen ihm jeden Tag wieder, laufen ihm jeden Tag wieder über den Weg in verschiedensten Bereichen, und hier natürlich auch übertragbar auf die Börse. Mal hier mal sehen, also 0% wäre hier der Fuß. Und 100% exakt hier der Nabel. Also wir haben eine Aufwärtsbewegung, eine erste Aufwärtsbewegung vom Tief.
und gehen dann irgendwann im Kurs hoch auf diese 61,8% obendrauf. Das heißt also hier sehr schön zu sehen, nochmal die 0, die 100, also von Fuß zu Nabel und dann von Nabel zum Scheitel. Also auch hier, und das ist letztendlich die Bewegung. Und das war auch so ein bisschen der Ansatzpunkt für meine Strategie. Natürlich kann das nicht alles sein, denn ich muss wissen, wo steige ich jetzt konkret ein, wo kaufe ich, wo setze ich meinen Stopp und wo verkaufe ich. Und was interessant ist, dann diese Bewegung zu untersuchen, beispielsweise hier ist ein erstes Tief, und doch mal nachzusehen zwischen 0 und 100%, welche mathematische Größe ist es hier, also exakt dieser Rücklauf, sind es 30%, 40, 50, 60, 65 und so weiter, und diese Verhältnisse zu untersuchen und dann nach validen Kriterien, Gütekriterien zu untersuchen, ja, nach so einem Anstieg, wie oft kommt ein Rücklauf und zu welchen mathematischen Verhältnissen kommt der Rücklauf, und dann auch, um hier eine Aussage treffen zu können, okay, also in diesem Bereich, ja, habe ich einen markanten Rücklauf, und ab diesem Bereich, ja, setzt dann meist wieder diese vorherrschende Bewegung ein, also diese Aufwärtsbewegung, Korrektur und dann wieder eine Bewegung. Hier haben wir ein tieferes Tief und auch ein Verhältnis, ein sehr interessantes Verhältnis, und interessant wäre doch dann einfach mal zu sehen, zwischen 0 und 100, was haben wir hier für ein Verhältnis? Ja, könnte, wenn ich hierher gehe, könnte so ein bisschen die Mitte sein, 50% ist eigentlich kein FIBO-Verhältnis, aber ich machte mal eine Umfrage unter Tradern und fand das auch sehr interessant. Die Antworten, die ich da hörte, ja, wann kauft ihr eigentlich? Weil ja, wir kaufen, wenn der Kurs vom Hoch mal so die Hälfte zurückkommt. Also das ist auch ein Verhältnis, welches der Mensch anscheinend in sich trägt. Also das ist sehr interessant. Es gibt weitere Verhältnisse, die hier zu sehen sind, die 38, 2, 23, 6. Auf die gehe ich jetzt nicht weiter ein, das führt dann zu weit. Aber hier nochmal kurz zu sehen, natürlich ja in einem breiteren Markt, ja, findet man immer wieder diese Verhältnisse, mal ganz schnell, also hier 0, 100, Ausdehnung 161, hier unten Umkehr 0, 100, wieder Ausdehnung 161, man sieht hier schöne Abverkauf, hier oben wieder 0, 100 und hier die 161, auch hier mit der Kerze, ja, Abverkauf und dann erstmal wieder ein Kauf, und auch hier gelb im Chart zu sehen, beziehungsweise nicht mehr zu sehen, aber davon auszugehen, dass der Kurs dann irgendwann wieder an die 161% gegangen ist, ohne vorher natürlich unter die Null zu fallen. Und das war so ein bisschen Ansatzpunkt des Systems. Hier nochmal die Zahlen von der PISA. Also immer diese Addition mit dem Vorgänger 0, 1, 1, 2, also 1 und 1 sind bekommen wir 2 als Summe, 1 und 2 ist die Summe 3, 2 und 3, 5 und so weiter. Und dann kann ich hergehen, ja, und diese Verhältnisse dividieren, beispielsweise der Vorgänger mit dem Nachfolger bekommt diesen goldenen Schnitt und so weiter und so weiter. Und je größer die Zahl wird, desto näher ich mich auch an den goldenen Schnitt an. Ja, schon mal Kerzen gezählt, das als Abschluss von meinem Teil jetzt erstmal hier. Man findet diese Zahlenverhältnisse auch wieder im Chart selbst, und hier darf jeder, wenn er Lust hat, vielleicht mal am Wochenende, im Moment ist bei uns sehr, sehr schönes Wetter und es drängt einem doch, heute Nachmittag vielleicht auch mal nach draußen zu gehen, aber morgen, übermorgen, wenn es wieder bei uns ist, es so regnerischer wird und man Interesse hat, einfach mal die Kerzen zu zählen und diese FIBO-Verhältnisse wieder zu finden. Und hier sind es beispielsweise, wenn ich von diesem Punkt ausgehe, 5 Kerzen nach unten, von hier unten wieder 8 Kerzen nach oben, bevor zumindest eine kleine Umkehr kommt. Ganz kleine Umkehren sind oftmals 3 Kerzen, also 1, 2, 3, bevor es wieder nach oben geht. Eine längere Strecke von unten nach oben bekommen wir dann hier in dem Fall nach 21 Kerzen, so langsam dünne Luft nach oben und wieder eine Umkehr. Und auch interessant, ja, einen Tiefpunkt zu nehmen, wie beispielsweise hier, mal ganz nach oben.